Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute wird die Reihe der Videos vollendet. Heute geht es um die Pfeifen über 150 Euro. Wir haben euch da mal unsere Top 5 Empfehlungen rausgesucht. Nicht in einer bestimmten Reihenfolge, aber einfach 5 Pfeifen über 150 Euro, die wir entweder daheim haben oder geraucht haben und auf jeden Fall empfehlen können. Wenn euch das Video gefällt, Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen oder an Freunde rausschicken, die sich gerade eine Pfeife kaufen wollen. Ansonsten viel Spaß beim Video. So, da sind wir wieder mit den Top 5 Pfeifen über 150 Euro. Wir dachten uns, ab da können wir auch die Grenze nach oben einfach offen sein lassen. Wir haben auch nur eine Pfeife, die halbwegs nah an den 150 Euro ist. Ab dann geht es auf jeden Fall steil nach oben. Ja, der Warren zeigt schon richtig drauf. Die Pfeife, die wir gerade rauchen, meine aktuelle absolute Lieblingspfeife. Review wird hier oben eingeblendet. Es geht um die Shishaya, genauer um die Kaili 350, die kleinste Pfeife von Shishaya. Ich habe mich aber absolut nie verliebt, ist meine Lieblingstischpfeife. Mittlerweile läuft das bei uns so. Ich mache mir die Shishaya an und die Freunde können sich eine andere aussuchen. Sucht ihr eine aus, macht ihr eine an, alles cool. Leute, das Design, da lässt sich immer drüber streiten. Ich finde es brutal schön. Ich finde es sehr schön, dass die Pfeife relativ klein ist. Ich liebe den V4A Edelstahl. Diese Pfeife wird so unglaublich wertig. Es ist absolut krank. Also jedes Gewinde läuft absolut wie Butter. Es sind Carbon-Elemente dran. Ich habe absolut keine Angst, die Pfeife am Kohleteller hochzunehmen. Ja, sie hat keinen Schliff, aber es ist so eine kleine Tischpfeife, die ist nicht unbedingt dafür gemacht. Wenn man das will, kann man an der Pfeife noch ziemlich viel customizen. Ihr könnt einen Diffusor dazu bestellen. Ihr könnt ein Carbon-Schlauch-Anschlussstück dazu bestellen. Ihr könnt sowohl die Base als auch den Kohleteller Pulver beschichten lassen in entweder matt-schwarz oder matt-grau. Es gibt sogar eine Special Edition in Shiny Red. Ich weiß nicht, ob die Farbe so heißt. Auf jeden Fall so eine wirkliche Lackschicht an Rot. Auch sehr, sehr krass. Ihr könnt das Carbon-Element an der Rauchsäule, könnt ihr euch auch farblich abstimmen. Es gibt sie in 35 cm, 45 cm und es gibt auch von Shishaya eine The Rock heißende Pfeife. Alle sehr, sehr geil. Alle haben ihre Besonderheiten, alle haben ihre Einsatzorte. Ich habe mich auf jeden Fall in die Kaili 350 verliebt. Brutal gute Verarbeitung, brutal guter Durchzug, Rauchverhalten, alles super. 200 Euro aber mindestens dafür, plus 23 Euro für den Diffusor, plus ein Schliffanschluss muss man sich auch noch dazu bestellen für 11 Euro. Die Pulverbeschichtung pro Teil kostet nochmal 10 Euro. Da kann man schon ein bisschen Geld für ausgeben, aber man bekommt auch einfach eine kranke Pfeife. Die zweite Pfeife, die wir uns ausgesucht haben, ist die Aeon Shisha Premium Edition mit der wunderschönen Blizzard Bowl. Also die Bowl macht auf jeden Fall unheimlich was her. Es gibt viele Pfeifen, die sind eher clear oder eher schlicht gehalten. Aber gerade diese Pfeife mit dieser Blizzard Bowl ist einfach so absolut wunderschön. Ich finde sie einfach wirklich top und es gibt halt auch wieder da ganz, ganz viele Möglichkeiten, die noch zu customizen. Also ihr habt normalerweise die Basic Edition, die könnt ihr dann aufstocken auf die Premium Edition mit einem längeren Tauchrohr und mit einer längeren Rauchsäule. Natürlich müsst ihr da auch wieder die einzelnen Schlauchendstücke dazu kaufen, aber es ist trotzdem standardmäßig, ja, ihr könnt mit einem Schlauch rauchen und wenn ihr dann wollt, könnt ihr die noch aufstocken auf 4. Kosten soll sind 339 Euro, ist auf jeden Fall schon sehr teuer für eine Pfeife, aber die Verarbeitung lässt einfach nicht zu wünschen übrig. Gewinde laufen super, Rauchdurchzug ist einfach perfekt, von daher wunderschöne Pfeife für trotzdem viel Geld. Leute, ich finde die Aeon Edition 3 mit der Blizzard Bowl in der Premium-Ausführung auf jeden Fall auch extrem geil. Mir gefällt das sehr gut, dass das verschiedene Schliffstücke sind, die ihr dann mal weißt, was, heute will ich eine kleine Pfeife, packst du ein Stück Rauchsäule raus, heute will ich wenig Wasser reinmachen, machst das längere Tauchrohr rein. Finde ich einfach sehr, sehr geil, dass ihr da die ganzen Anpassungsmöglichkeiten habt. Was auch noch ziemlich geil ist bei der Aeon, ihr habt das APS, das Aeon Purge System, das euch ermöglicht, sogar wenn mehrere Leute an einer Pfeife rauchen, und ihr raucht mit 4 Kumpeln, okay, sagen wir mal mit 3 oder 2, ist realistischer, weil mit 4 machst ihr vielleicht doch noch einen anderen Kopf an, könnt ihr trotzdem auspusten, was echt geil war, weil das war so ein Negativpunkt die ganze Zeit, dass man das eben nicht konnte, wenn man das mit mehreren Leuten raucht, was ich extrem schön finde.
Was ich auch noch extrem schön finde, ist, wie der Warren schon gesagt hat, diese Bowl. Es ist meiner Meinung nach die schönste Bowl. Jetzt nicht unbedingt formmäßig, aber vom Design her, die es im Moment auf dem Shisha-Markt gibt. Ich finde das absolut krank. Ich muss sagen, sie ist mir ein Ticken zu teuer dafür, für das, was sie ist. Aber es ist halt immer noch eine extrem geile Pfeife. Und ich kann mir vorstellen, dass vielen Leuten das Design auch extrem gut gefällt, die auch Bock darauf haben und dann auch bereit sind, mehr als 300 Euro dafür auszugeben. So, die nächste Pfeife auf unserer Empfehlungsliste ist eine VUCA. Wir haben uns jetzt eine ganz besondere rausgesucht, die uns halt mit so am besten gefällt. Das ist die VUCA Nox mit der Crystal Bowl im Olives-Design. Also, wenn ich mir eine VUCA holen würde, dann definitiv diese. Die kostet auch 350 Euro. Das Nox-Holz ist ein bisschen teurer und die Kristallglas Bowl im Olives-Design ist auch ein bisschen teurer. Aber ich finde diese Pfeife unglaublich schön. Ja. Mit diesem dunklen Holz, absolut krank. Ich glaube, wir haben uns beide sofort in VUCAs verliebt, als wir die das erste Mal gesehen haben. Brutal krasse Pfeifen. Es gibt ein paar Negativpunkte. Ihr müsst ein bisschen bei der Reinigung aufpassen, weil es ist halt Holz. Müsst ihr am besten immer abtrocknen, damit da nichts passiert. Ihr habt nur einen Anschluss, den könnt ihr auch nicht auf zwei erweitern. Aber gerade so für Bars muss ich sagen, wenn ich in eine Bar gehe, die schön aussieht und dann stellen wir noch eine geile VUCA hin, ist direkt so Props, das ist schon mal nice. Wenn da noch die Köpfe gut sind, richtig, richtig gut. Ja, einfach eine super schöne Pfeife. Als sie damals rauskam, war es einfach was extrem Besonderes. Ich finde es auch immer noch besonders, auch wenn es jetzt mittlerweile einige Kopien gibt. Aber ja, für mich einfach eine sehr, sehr schöne Pfeife, die ich auch noch sehr gerne daheim hätte. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine. Ja, also bei mir ist es genau das Gleiche. Ich habe die Pfeife das erste Mal gesehen und dachte mir so, scheiße, ich muss die haben. Ich habe es mittlerweile immer noch nicht geschafft, weil einfach der Preis so enorm hoch ist. 350 Euro für die Edition, die ich quasi selber zu Hause haben wollen würde, ist schon etwas heftig. Also wenn ich dann überlege, dass ich auch nur mit einer Person rauchen kann, also beziehungsweise ich nur selber rauchen kann, ist das auf jeden Fall schon eine krasse Sache, aber sie macht auf jeden Fall was her. Sie ist wunderschön, die hat einen unheimlich guten Durchzug, der Durchzug ist nicht zu heftig, aber auch nicht schlecht oder sonst was, sondern wirklich auf so einem Level, wo ich sage, das ist wirklich perfekt, so würde ich eine Pfeife haben, die mit so einem Durchzug ist. Ja, es ist einfach eine wunderschöne Pfeife, ich würde sie mir gerne zu Hause hinstellen und ich denke mal, das wird in der Zukunft auch irgendwann auf jeden Fall kommen, weil diese Pfeife will ich irgendwann mal in meinem Leben besessen haben, aber das dauert halt noch ein bisschen, aber trotzdem wunderschöne Pfeife für 350 Euro. Die nächste Pfeife, die wir uns ausgesucht haben, ist die Ocean Hookah Euphoria SE. Eine unheimlich geile Pfeife. Ihr kriegt auf jeden Fall ein schönes Gesamtpaket direkt mit vier Schlauchendstücken. Einfach mega geil. Ein wunderschönes Bowl-Design, auch eine wunderschöne Rauchsäule. Sie ist auf jeden Fall so groß, dass ich die ziemlich geil finde, um sie mir auch sogar auf den Tisch hinzustellen und nicht so klein, dass ich sagen würde, die muss auf dem Tisch stehen. Es ist kein Problem, wenn sie auch daneben steht, weil die Pfeife einfach immer wunderschön ist und trotzdem immer noch von der Größe her ins Sortiment passt. 399 Euro soll die Pfeife kosten, hat aber dementsprechend auch einen kranken Durchzug, eine kranke gute Verarbeitung. Also das Material ist auf jeden Fall unheimlich gut und für das, was ihr bezahlt, kriegt ihr auf jeden Fall ein schönes Gesamtpaket, was auf jeden Fall am Ende immer euch begeistern wird, einfach aufgrund diesem heftigen Durchzug. Also beim ersten Mal, wo ich an der gezogen habe, dachte ich mir so, ich ziehe Luft und ich merke keinen Widerstand. Manchen Leuten könnte auch dieser fehlende Widerstand vielleicht zu viel sein, aber für dieses Preissegment ist es auf jeden Fall eine kranke Anschaffung mit einem kranken Durchzug, die mir auf jeden Fall sehr gut gefällt. Ja, die Euphoria SE von Ocean Hookah, auf jeden Fall ein krasses Teil. Zwei Freunde von mir haben die. Einer hat sich sogar bereit, ein Kumpel von uns hat sich auch bereit erklärt, uns die Pfeife demnächst mal vorbeizubringen. Der lässt sie sich gerade aber noch ein bisschen umlackieren. Also seid ihr auf jeden Fall gespannt, da kommt demnächst auf jeden Fall das Review. Ja, wie gewohnt bei diesen ganzen Pfeifen, für 400 Euro kriegt ihr keinen Schlauch, kein Mundstück, keinen Kopf und nichts. Aber ich denke, Leute, die dann in dem Preissegment eine Pfeife kaufen, haben das Zeug sowieso zu Hause. Also ganz ehrlich, wenn ich mir die holen würde, ich habe eh alles daheim. Und ich glaube, ein Anfänger denkt sich jetzt auch nicht, ach, weißt du was, ich guck mal, ob mir dieses Shisha-Rauchen gefällt. Ich kaufe mal dieses Pfeifchen für 400 Euro. So zum Einstieg, wissen Sie?
Nee, also ich denke, Leute, die sich die Pfeifen holen, haben alles daheim. Die Ocean. Ich finde sie sehr, sehr schön. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute das Bowl-Design jetzt nicht so hart feiern. Erinnert teilweise so ein kleines bisschen an die Octopus Nautilus. Ein wenig auch an die Alien, würde ich sagen, mit diesem Bubble oben. Aber einfach eine extrem schöne Pfeife. So, die letzte Pfeife in unserer Top 5 ab 150 Euro ist die MIG Amur Premium Edition in der neuen X-Series. 450 Euro müsst ihr für diese Pfeife auf den Tisch legen. Und ich glaube, abgesehen von so Deluxe-Designer-Pfeifen ist das mit schon so das Teuerste, was man sich holen kann. Natürlich gibt es da zum Beispiel noch Medaille, wo eine Pfeife auch einfach mal 3.000 kosten kann. Aber sind die Dinger dann wirklich 3.000 wert? Nur wenn man eh genug Kohle am Start hat und so weiter. Aber die MIG in der X-Series, eine verdammt schöne Pfeife. Mir gefällt die irgendwie nochmal viel, viel mehr besser, ja? Als das so sein sollte, obwohl da nur so ein paar X-Elemente drauf sind. Also eigentlich total verrückt, aber ich finde sie auf jeden Fall viel schöner als die alte. Hab aber die neue noch nicht geraucht, sondern nur die alte. Ja, es hat sich ja nur das Design ein wenig verändert, nur die X'e sind da drauf gekommen, ansonsten nichts. Für die 450 Euro bekommt ihr immerhin schon mal alle Schliffanschlussstücke, die ihr für eure Schläuche braucht. Es sind auch direkt 4 Schlauchadapter an der Base dran. Eine sehr schöne Pfeife, eine sehr gut verarbeitete Pfeife, eine Pfeife mit sehr gutem Durchzug. Es ist böhmisches Kristallglas, was auf jeden Fall auch sehr, sehr nice ist. Und ja, alles in allem auf jeden Fall eine verdammt gute Pfeife, die schön aussieht, die sehr gut funktioniert, die aber auch sehr teuer ist. Ja, bei mir ist es fast ähnlich so. Also ich muss sagen, ja, sie ist wunderschön, aber es gibt ein klitzekleines Problemchen. Ich finde die Bowl nicht ganz so geil. Also dieser kleine Bubble drumherum an der Bowl gefällt mir persönlich nicht so gut, aber natürlich diese X-Elemente an der Base sind einfach wunderschön. Für mich irgendwie so ein Ticken wertiger auf einmal, obwohl da nur so kleine X-Symbole drin sind. Trotzdem mega geil, schöne Pfeife, super verarbeitet, made in Germany. Wow, also Verarbeitung ist auf jeden Fall top. Durchzug ist Hammer, von daher für 450 Euro eine heftige Pfeife, die wunderschön ist und trotzdem sehr teuer. So Leute, das waren unsere Top 5 Pfeifen ab 150 Euro. Ich bin mir sicher, der ein oder andere wird jetzt sagen, so hey, ihr habt aber die Pfeife vergessen und was ist denn mit der? Wir haben euch natürlich nur Pfeifen empfohlen, die wir selbst schon entweder selbst daheim haben, Beweisstück Shishaya, oder die wir bei Freunden geraucht haben oder häufig in Bars bekommen und so weiter und so fort. Ihr versteht schon, was ich sagen will. Wir empfehlen euch nur Sachen, die wir auch wirklich getestet haben, die wir euch auch besten Gewissens und reinen Herzens empfehlen können. Ja. Ich hoffe, es waren ein paar Pfeifen dabei, die euch gefallen haben. Wenn ihr sagt, ey, ich habe aber die getestet, die ist auch brutal und das müssen die Leute wissen, schreibt es mal unten in die Kommentare. Ansonsten lasst uns ein Däumchen nach oben oder sogar ein Abo da, schickt das Video raus an alle Freunde, die sich vielleicht gerade eine Premium-Pfeife kaufen wollen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha-WG. Ciao.